1. Du bist das Leben im Leben, beobachtet von deinem Ich aus der anderen Welt, doch hier in der Gegenwart. Du lebst in jeder deiner Zellen als Teil der Anderswelt und Teil von dir aus anderen Welten, ausgestattet mit deinem Geist deines Lebensbaums. Wo immer du warst, sein wirst, und was immer du denkst, du bist immer wieder du. Du bist Teil deiner Liebe und liebst dich selbst, wie du dein Leben liebst, jedem Teil deiner selbst, dem du den Geist gegeben hast. Der Geist ist mit dir und von jedem Geist, was jemals war, ist Geist in jeder deiner Zelle. Und jede Zelle, die ein Teil von dir ist und von dir geliebt wird, wird ein Geist schreiben in die neue Welt. So wird nichts von dir verloren gehen, weder in der alten Welt noch in der neuen Welt. Du wirst Mann und Frau sein und lernen zu lieben als Mann und Frau. Die Geisteskraft der Liebe mehrt die Gefühle, die Frau und Mann empfinden, und eines Tages wird sich der Geist von Mann und Frau verschmelzen, zu einer Einheit, und Zellen werden entstehen, die eins sind in ihrer Liebe, in der Erkenntnis, eines gewesen zu sein, bevor man sie trennte. Du bist am See und er ist zugefroren. Eine letzte, zarte Welle auf den Strand zulaufend, erstarrte und gefror als letzter Zeuge einer Zeit davor. Verdorrtes Seegras bewegt sich leicht nestelnd im Winde, der auch deine Wangen, Nase, Mund und Augen entlang streift, wie aus einem dicken Kleidung gehüllten Körper ungeschützt herausblicken. Weißgraue Wolken ziehen über dich und den erstarrten See hinweg. Du blickst über eine Eisdecke und erkennst, dass das gefrorene Wasser kleine Zweige und Laub gefangen hält, dass der Wind als eisiger Hauch über die Fläche des Sees blies und die rasch gefallene Temperatur stillstehen ließ. Schwerfällig, durch die viele Kleidung eingeengt, gehend bewegen dich deine Beine über den nun festeren Sand des Strandes an die Grenze des nun erstarrten Nasses, das bei seiner Berührung mit dicken Schuhen das dir bekannte Knistern erzeugt und dich warnt, nicht weiter einzudringen, da dir sonst feuchte, kalte Füße gewiss sind. Plötzlich hörst du das Krächzen von Krähen, die hoch über deinen Kopf als schwarze Schatten in Formation hinwegfliegen. Du blickst ihnen noch kurz nach und deine Gedanken versuchen ihr Ziel auszumachen, verschwinden im Grau des Himmels, das sich wieder über die Stille der Winterlandschaft ausbreitet. Am Horizont erkennst du etwas erhaben, der fast im Nebulösen liegend, dunkle Baumansammlung als Begrenzung des Sees. Ach, wie schön wäre es nun, im warmen Zimmer zu sitzen, mit einem Glas Rotwein, einem offenen Kamin, mit den darin prasselnden Flammen eines Holzfeuers zuzuschauen. Der Beginn einer neuen Gedankenreise, auf dessen Weg du dich nun begeben kannst.